Zum dritten Mal wurde der Oscar in Form eines Lederers, dem Wahrzeichen der Messestadt, an verdiente Persönlichkeiten übergeben. Vizebürgermeister Gerhard Kreuß war selbst Laudator für einen Lebensretter, der als Bademeister im Welser Freibad beschäftigt ist. Es war für mich eine besondere Freude, aber auch eine Ehre, an unseren Herrn Bademeister, den Herrn Arnold Eisemann, den Lederer für Lebensrettung zu erreichen, weil Herr Eisemann hat es heuer zweimal geschafft, zwei Mädchen vor dem Ertrinken zu retten. Es ist ja so, es haben sich eigentlich in den halben Jahr bei mir ca. 200 Leute bedankt, auch Pensionisten, die sind mit Tränen in den Augen zu mir gekommen und haben gesagt, danke. Die Leute haben mich im Radio gehört, Eskimo-Fahrer zum Beispiel, der hat mir 5 Kilo Eis ins Bad gebracht. Johann Johnny Kaiser verstarb viel zu früh. Im sozialen Bereich und als Unterstützer für bedürftige Welser war Johnny Kaiser immer aktiv. Ja, es ist schwierig gewesen, aber ich habe die Urne zu Hause bei mir. Da habe ich meinem Mann schon alles erzählt, wo ich hingehe und was ich jetzt kriege. Und er wird den Platz neben seiner Urne bekommen. Er hatte stets ein Ohr für alle, die auf Hilfe angewiesen waren. Und ich denke mir, ich habe diesen Preis auch stellvertretend für das gesamte Welser-Tischtennis entgegengenommen. Ich glaube, mein Junior, der wird jetzt da 4, der spechtelt schon etwas drauf. Der findet den Platz in meinem oder in unserem Probenlokal. Der Lederer kommt bei uns ins Büro, wo ihn alle sehen können. Ich mache das in Wales, weil in Wales gibt es viele Leute, die Außerordentliches leisten, die ihren Mann oder ihre Frau oder ihren Mann tagtäglich stellen und die zum Beispiel Kinder gerettet haben und die beispielsweise die Nachtwächterszene in Wales wiederbelebt haben oder die Wirtschaft beflügeln. Also wir sind stolz hier in Wales, dass wir solche Leute haben. Eine nette Veranstaltung und Wertschätzung brauchen die Menschen und die heute den Lederer bekommen haben, haben Wertschätzung für ihre Leistungen, ob im Sport, in der Wirtschaft, Soziales erhalten und ich kann auch nur gratulieren und Danke sagen. Sicherheit spielt in Wels eine ganz wesentliche Rolle. 15.000 Raser wurden in den letzten Wochen durch verstärkte Geschwindigkeitskontrollen der Polizei ertappt. Die Statistik schaut so aus, dass wir in den 2 Monaten mit großem Personalaufwand ca. 15.000 Radaranzeigen, Leseranzeigen angezeigt oder vorgelegt haben. Und bei diesen Kontrollen gingen uns auch 52 alkoholisierte Lenker ins Netz und 7 Suchtgiftlenker. Der Kampf gegen das sinnlose Rasen in der Stadt geht weiter. Ganz besonders gegen diese Roadrunner, die hier wirklich illegale Straßenrennen in Wels durchführen. Und das Ergebnis ist doch sehr erschreckend. In diesen 2 Monaten wurden rund 15.000 Schnellfahrer erwischt, wo zum Teil wirklich eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden. Der Sicherheitsreferent der Stadt und der Chefinspektor der Exekutive haben das Kriegsbeil gegen die Raser ausgegraben. Die Welser Polizisten sind aber auch Freund, Helfer und Lebensretter. 4 Beamte der Polizeiinspektion Pernau erhielten kürzlich Ehrungen durch die Stadt Wels.